Einen wunderschönen. Hier geht es weiter mit dem Mindset und dem kleinen Minikurs. Und das Thema ist Probleme haben, die Ursache finden und eine Lösung erstellen. Jeder, erstmal im Vorhinein, dieses Video bleibt dauerhaft drin. Ihr könnt gerne eure Antworten gerne hinterlassen. Und andere lernen ja auch aus diesen Antworten, aus ihrer eigenen Situation heraus. Und das hilft quasi jedem. Das Problem ist die Aufgabe quasi. Die Aufgabe ist alles zum Schluss. Und das Video, und im Video geht es darum, Probleme haben, Ursache finden und eine Lösung erstellen. Jeder hat im Leben schon mal Probleme gehabt. Ja, auch ich. Und kam vielleicht mit dem Problem gar nicht klar. Musste sich Hilfe holen. Warum? Jetzt überlegt mal, warum? Ihr könnt das Video gerne wieder auf Pause machen. Und dann wieder auf Play schalten. Und also während ihr auf Pause schaltet, überlegt mal, warum, wieso, weshalb. Und wenn ich Play sage, sage ich euch den Hintergrund. So, Play. Warum? Ihr habt nicht eigeninitiativ darüber nachgedacht, warum das ein Fehler war. Ihr wusstet nur, dass es ein Fehler war. Ich kann euch ganz klar sagen, wieso, weshalb, warum. Ihr habt nicht in erster Linie nach der Ursache gesucht. Ein Problem ist wie ein medizinischer Notfall, eine Krankheit. Ihr seid krank. Man muss die Ursache finden, um das richtige Medikament rauszuholen. Und so ist es auch mit Problemen. Ihr habt ein Problem, zum Beispiel, ihr versteht, ja, kriegt ein Fallbeispiel bei meinen Klienten. Das ist optimal erklärt. Ihr seid Asiaten oder Türken. Ja? Ich möchte jetzt nicht Ausländerfeindliches sagen, falls da irgendein blödes Kommentar kommt. Ich habe nichts gegen Ausländer, um das mal vornherein wegzunehmen. Ich kenne ja manche Leute, die nicht richtig hinhören. Ja, und kriegt einen Antrag, ein Schriftstück von einer Behörde. Lass es das Sozialamt, lass es das Jugendamt, lass es das Arbeitsamt oder lass es das Gericht sein. Irgendeine Behörde. Ihr könnt nicht richtig Deutsch. Ihr liest diesen, ich sag jetzt mal, worauf ich daran ansprechen möchte. Ich hatte gerade einen Anruf zwischendurch gehabt. Manchmal ist das Gefühl, ich müsste das Ding abstellen. Ihr habt so ein Schnipsel hier so vor euch. Ist ein Antrag, ist ein Schriftstück vom Amt. Ihr lest nur böhmische Dörfer. Was wollen die jetzt von mir? Ablage M. Müll. Falscher Weg. Und dann kriegt ihr eine Vorladung. Euch wird Geld gestrichen und so weiter. Und wundert euch warum. Weil ihr nicht an der Ursache gearbeitet habt. Das bedeutet, ihr müsst die Ursache finden. Die Ursache ist, ihr könnt diesen Brief nicht lesen. Welche Lösung gibt es denn dafür? Ihr seid türkisch oder asiatisch. Das war jetzt ein Fallbeispiel meiner Klienten. Ich gebe euch eine ganz klare Lösung. Ich weiß, das hat nicht mit Coaching zu tun, denn als Coaching-Bereich muss man quasi den Klienten quasi motivieren, selber eine Lösung zu finden. Aber ich kann es jetzt mal vorab sagen, die Lösung war Google. Warum Google? Überall in ganz Deutschland gibt es unzählige Vereine, Träger, die sich quasi um Übersetzungen kümmern, die Ausländern quasi helfen beim Übersetzen von Anträgen und Behördenangelegenheiten. Also, was wäre denn die Lösung? Ich rufe da, ich habe dieses Schriftstück und kann das nicht lesen. Ursache erkannt, ich kann das nicht lesen. Ich löse jetzt das Problem, ich gebe Google ein, sagt da, Firma XYZ ist ein türkischer Träger mit Übersetzung und so weiter, ist ein türkischer Träger.
ist erstmal generell ein türkischer Träger. Ich rufe da an und quatsch da mit denen. So, la 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 la. Leute, ich habe das Problem. Ich habe hier ein Schriftstück. Ich kann das nicht lesen. Könnt ihr beim Übersetzen vielleicht helfen? Könnt ihr mir da helfen? Entweder heißt es ein ganz klar, ja, da, wir können Ihnen da helfen. Wollen wir einen Termin ausmachen? Klar. Oder nein, wir können nicht helfen. Was gibt es da für eine Lösung? Man fragt einfach. Kennen Sie einen Träger, einen türkischen Träger oder einen deutschen Träger, der mir beim Übersetzen helfen kann? Ich habe ja Schriftstück von Jugendamt oder Sozialamt oder sonst was. Und dann werden die euch schon was sagen, weil die sind ja teilweise miteinander vernetzt. Ja, Firma X und Y macht das. Ich gebe ihm mal die Nummer. Könntest du anrufen? Gut, habt ihr die Nummer? Ruft da ein. Sagt, hallo, ich habe von der Firma XYZ die ihre Daten hier. Ich muss ja ganz dringend was hier vom Amtsgericht ausfüllen. Und ich kann das überhaupt nicht lesen, das Deutsch. Und ja, seid total hippelig und so weiter. Aufgeregt, weil ihr müsst das machen. Ihr braucht Hilfe. Und dann heißt es, ja, kein Problem. Wie schnell muss es denn sein? Am besten vorgestern. Was wird dann gemacht? Gut, wisst ihr was? Kommen Sie morgen ins Büro. Morgen 10 Uhr Termin. Ist okay? Ist okay? Ja, ist okay. Komm, ich bin morgen da. Adresse und so weiter. Ihr geht hin, lasst das ausfüllen, schickt es ab. Problem gelöst. Das ist ein ganz klares Beispiel. Und wenn man Probleme hat, wie man die Ursache findet und eine Lösung daraus erstellt. Es gibt noch zig weitere Fallbeispiele, aber das ist ein ganz klares Fallbeispiel, wo ich es am besten erklären konnte, dass es auch jeder erkennt. Jetzt meine Aufgabe an euch. Hattet ihr schon mal sowas erlebt? Hattet ihr schon mal ein Problem gehabt? Ein Problem, was ihr nicht selber lösen konntet, weil ihr einfach die falsche Methode benutzt habt. Denn dieses Lösung, Probleme haben, Ursache finden, Lösung erstellen. Hier, diese drei Punkte nennt man eine Methodenstrategie. Diese Methodenstrategie nutzt man einfach darum, um sich Wege zu erleichtern. Hattet ihr schon mal Probleme gehabt? Und wie habt ihr die Ursache gefunden? Und wie habt ihr das Problem gelöst? Wie habt ihr eine Lösung gefunden? Das ist eure Aufgabe. Schreibt das in die Kommentare. Macht das. Ihr könnt auch anderen Menschen vor allem mit diesem Thema insbesondere dabei helfen. Alle, die das lesen, einer findet vielleicht seine Problematik dahinter und kann daraus lernen, weil er vielleicht selber in der Problematik drin steckt. Ihr seid quasi mit euren Kommentaren sozial dabei, anderen zu helfen. Das ist diese Aufgabe in diesem kleinen Minikurs, der dauerhaft online bleibt auf meinem Kanal. Damit danke ich erstmal. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.